Warum enthüllt das Pentagon gerade jetzt die Wahrheit über UFOs? Ich will da schon mal das Project Bluebeam leicht in den Raum reinwerfen. Die Zuschauer beginnen ängstlich, Beruhigungsmittel zu konsumieren und sich mental auf einen intergalaktischen Krieg vorzubereiten. Die Menschen waren verrückt nach Science-Fiction-Filmen, Untersuchungen und sogar Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien, oh shit, das ist unser Stichwort, meine lieben Freunde. Aluhütchen raus, aufsetzen, festziehen und der Peter geht los. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns mal wieder ein Video rein von Riddle.de. Das Video heißt, warum enthüllt das Pentagon gerade jetzt die Wahrheit über UFOs? So, ich will da schon mal das Project Bluebeam leicht in den Raum reinwerfen, von dem wir auch schon gehört haben in meiner Community auf jeden Fall. Wo es quasi darum geht, dass diese ganze Alien-Invasions-Thematik dafür genutzt wird, in Zukunft dann eventuell, um uns Angst zu machen und eine Weltregierung einzuführen, die dann für uns alle entscheidet quasi so. Das ist so mal grob zusammengefasst die Verschwörungstheorie dahinter. Ich bin gespannt, was hier in dem Video erzählt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch das Video hochgeladen, wo ich erzählt habe, dass ich ein UFO gesehen habe hier in Mexiko. Das hat schon ein bisschen so meine Denkweise, was das Thema angeht, verändert, weil das, was ich da gesehen habe, war sehr krass und ich kann das bis heute nicht wirklich erklären. Und dann fängt man schon an, ein bisschen umzudenken. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen. Wir sind gespannt, was hier an Informationen rübergegeben wird. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los, aber sowas von, Digga. Und los. Haut's? Haut's? Da. Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Dieses Video hat kürzlich zahlreiche Aufrufe im Internet erhalten. Darin spricht ein ehemaliger US-Offizier über die nichtmenschlichen Leichen von Piloten, die in einer abgestürzten fliegenden Untertasse gefunden wurden. Und wenn er das schon so ausdrückt, dann bin ich so. Dieses, guck mal, das Flugobjekt, was ich gesehen habe, ne, das hat nichts mit diesen Dingen zu tun, die uns in Filmen schon mal präsentiert wurden, so. Die Sachen aber, von denen die erzählen, so mit fliegenden Untertassen und die menschenähnliche Aliens und so, das ist ja alles das, was die uns schon im Film auch so reingetrichtert haben, schon über die Jahre, so. Das ist eine Sache, da bin ich raus. So, bin ich raus. Da kann ich mir ganz klar vorstellen, dass das genutzt wird, gerade um uns irgendwie in eine Richtung zu manipulieren, mal wieder und zu programmieren, damit wir an so einen Shit glauben, weißt du? Ich glaube, ganz ehrlich, wenn es Außerirdische gibt, wahrscheinlich, also ich bin echt davon überzeugt, dass die Flugobjekte, also das, was ich gesehen habe zum Beispiel, hat nichts mit dem zu tun, was uns schon mal irgendwo in einem Film präsentiert wurde oder in irgendeinem Video gezeigt wurde. So, das kann ich euch versprechen, das gab es noch nicht. Das hat man noch nirgendwo online irgendwo gesehen. Also soweit ich weiß und ich bin schon mies in die Recherche danach reingegangen. So, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es solche Sachen gibt, dass die gar nichts mit dem zu tun haben, was die uns die ganze Zeit präsentieren oder was in Filmen gezeigt wird, so weißt du? Die Regierung vor uns versteckt hält. Und das alles fand am 26. Juli statt, während einer Kongressanhörung im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Aber auch wenn das Video von vielen Menschen auf der ganzen Welt gesehen wurde, ist es sicher, dass nicht alle von ihnen zutiefst überrascht waren. Solche Sensationsmeldungen sind längst alltäglich geworden und werden kaum noch wahrgenommen. Was ist das denn jetzt? Alles beginnt damit, dass die Medien Berichte über seltsame Flugobjekte am Himmel aufblasen. Die Zuschauer beginnen ängstlich, Beruhigungsmittel zu konsumieren und sich mental auf einen intergalaktischen Krieg vorzubereiten. Und dann treten Beamte aus dem Schatten, um die schockierenden Schlagzeilen über eine außerirdische Invasion zu entkräften. Schließlich bieten Wissenschaftler der Regierung der Gesellschaft eine plausiblere Erklärung für das Auftreten dieser Flugobjekte an. Normalerweise heißt es, dass die Menschen versehentlich auf geheime Militärflugzeuge gestoßen sind oder Kugelblitze einfach mit UFOs verwechselt haben. Aber 22 ist das System abgestürzt. Videos, auf denen angeblich fliegende Untertassen zu sehen waren, wurden immer zahlreicher, während die Dementis der Regierung immer weniger wurden. Auf einmal, Digga, aus dem Nichts quasi. Außerdem hat das Pentagon im Januar diesen Jahres Akten freigegeben, die enthüllten, dass 247 unidentifizierte Luftphänomene am Himmel der USA registriert wurden. Das ist so und da haben wir uns ja schon mal was zu reingezogen und dann haben Leute argumentiert und sagen, ja, der öffentliche Druck ist zu groß geworden, deswegen fangen die jetzt an, diese Dinge zu releasen und so. Willst du mich verarschen?
als ob die amerikanische Regierung oder irgendwelche Regierungsapparate irgendwelche Informationen uns geben, weil der Druck zu groß wird. Das juckt die feuchten Scheißdreck. So. Das juckt die einfach gar nicht, wie sehr wir das sehen wollen oder nicht so. Weißt du? So, das muss man sich klar machen. Dann im Februar hat Präsident Joe Biden die Sleepy Joe Richtung eines neuen behördenübergreifenden Teams zur Untersuchung von UFOs angekündigt. Nachdem sie jahrelang Daten über außerirdische Begegnungen verheimlicht hatten, legten die Beamten plötzlich alle Karten auf den Tisch. Und das wirft die Frage auf, warum hat das Pentagon jetzt die Wahrheit über UFOs enthüllt? Und gibt es etwas, das wir fürchten sollten? So, miese UFO-Recherche, wenn ich das so es sagen ist der darf. 23. Hautz, zwischengeredet, na Mann. Juni 2023. Bei der Polizei von Las Vegas geht ein seltsamer Anruf ein. Eine Familie behauptet, dass ein außerirdisches Raumschiff in ihrem Garten abgestürzt sei. Dabei konnten die Zeugen nicht einmal beschreiben, wie das Raumschiff aussah. Der junge Mann bestand darauf, dass etwas vom Himmel gefallen war und sie alle durch eine Schockwelle zurückgeschleudert wurden. Als er es geschafft hatte, aufzustehen, eilte er zum Fenster und sah, dass die Absturzstelle unnatürlich dunkel und verschwommen war, so als wäre sie getarnt. Trotz ist das echte Geschichte? Dieser Tarnung spürte die Familie, dass sie nicht alleine war. Genau in diesem Moment hörten sie Schritte auf dem Dach. Was? Die verängstigten Menschen sahen einige Wesen auf dem Dach des Hauses, die definitiv keine Menschen waren. Laut Augenzeugenberichten waren es humanoide Kreaturen, fast 2,5 Meter groß, mit graugrüner Haut und riesigen... Ja, Digga, genauso wie E.T. in dem Film so. Okay, E.T. war klein, aber genauso wie in anderen Filmen schon. Ja, klar, Digga, grüne Haut, Bro. 2 Meter groß, ah, jo. Digga, hör doch auf. ...leuchtenden Augen. Zunächst hat der 911-Disponent die Geschichte mit uns... Ich meine, ey, das, was ich zum Beispiel gesehen habe, so, da denken auch einige Leute, was labert der und so. Ist klar, wenn du jetzt jemanden hörst, der dir eine Geschichte erzählt, dass der irgendwas gesehen hat, was wir nicht kennen oder was nicht normal ist, sage ich mal, dann denkst du erstmal, der labert Mist, so, weißt du? Ich bin, wie gesagt, seit meinem Ereignis ein bisschen offener, aber sobald es so anfängt wie hier, dass irgendeine Untertasse da gelandet ist und da grüne Männchen rausgekommen sind, so, da bin ich schon eigentlich wieder raus, Digga. Auch wenn ich open-minded bin. Open up. Doch bald hörte er, wie seine Kollegen mit besorgten Anwohnern sprachen, die ein leuchtendes Objekt vom Himmel fallen sahen. Daraufhin wurden Polizei... Und nochmal zum Klarstellen. Das, was ich gesehen habe, war nicht leuchtend. ...ein Beamte zum Tatort geschickt. Eine tragbare Kamera hielt den Moment des Absturzes des leuchtenden Objekts fest. Und es hatte nichts mit einem Blitz oder einer Sternschnuppe zu tun. Oh shit, wir sind da. In diesen Aufnahmen wurde der Hinterhof der Familie aus der Vogelperspektive festgehalten. Am Morgen nach dem Vorfall wurden die Spuren eines großen, runden Objekts auf dem Boden entdeckt. Die Familie berichtete außerdem, dass in den folgenden Tagen mehrmals ein offizielles Regierungsfahrzeug langsam an ihrem Haus vorbeifuhr. Oh. Was? Voll der Film gerade. Geschichte der Untersuchung solcher Vorfälle durch Nachrichtendienste reicht bis ins Jahr 1966. Damals beobachteten 40 Einwohner von Michigan, darunter etwa 10 Polizeibeamte, etwas Ungewöhnliches am Himmel und hielten es für ein außerirdisches Raumschiff. Daraufhin berief der spätere Präsident Gerald Ford eine Anhörung im Kongress über UFOs ein. Seitdem werden alle Informationen über Außerirdische unter Verschluss gehalten und die Zeugen als Spinner abgestempelt. Schau dir einfach die Überschrift des ersten Artikels über den Vorfall an und der Titel des Artikels, der wahrscheinlich nach dem Eingreifen der Regierung geschrieben wurde. Die Strategie des Schweigens konnte jedoch nicht ewig funktionieren. Alles änderte sich, als die Gesellschaft anfing, über Area 51 zu sprechen. Diese streng geheime Basis wurde dank eines ehemaligen Mitarbeiters bekannt, der Geheimnisse enthüllte, die die Mauern dieser Militäreinrichtung nie durchbrochen hätten. Sein Name war Bob Lazar. Ihm zufolge war er ein Ingenieur, der ein abgestürztes Flugobjekt untersuchen sollte. Während seiner Arbeit stellte Bob fest, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handelte, denn er entdeckte ein chemisches Element, das es auf unserem Planeten nicht gibt und das als Treibstoff für das Raumschiff diente. Laut Bob ermöglichte dieses Element dem Schiff, sich zu verwandeln
und den Raum um es herum zu verzerren. Nach Lazars öffentlichen Äußerungen: Hey, ich bin gerade drin im Peter, sag ich euch ehrlich, so wie es ist, ne? Und ich bleib mal so ein bisschen cool, so, weißt du, ich will das nicht, wer weiß, vielleicht stimmt das ja alles. Ich weiß doch einen Scheißdreck, Digga. Optete das Management von Area 51 jedoch, dass sie keine Ahnung hätten, wer diese Person sei und dass sie nie mit ihr zusammengearbeitet hätten. Bis heute ist unklar, wer Bob wirklich war. Entweder ein Rebell, der gegen... Der Bobby Langer, wer war das? Vielleicht war er selber ein Alien. Bobby, wo bist du? ...das Team gekämpft hat. Oder ein Scharlatan auf der Suche nach Ruhm. Trotzdem erlangte das UFO-Thema enorme Popularität. Die Menschen waren verrückt nach Science-Fiction-Filmen, Untersuchungen und sogar Verschwörungstheorien. Und nach den Verschwörungstheorien, oh shit, das ist unser Stichwort, meine lieben Freunde. Aluhütchen raus, aufsetzen, festziehen und der Peter geht los. Fragen der Familie aus Los Angeles, deren Hinterhof angeblich den Sturz einer kosmischen Untertasse überlebt hat, stellten Online-Beobachter fest, dass sich ihr Haus in der Nähe von Area 51 befindet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute in dem Regierungsfahrzeug, die Familie in der Nähe ihres Hauses gesehen hat, Vertreter des All Domain Anomaly Resolution Office waren. Dies ist ein Büro innerhalb des US-Verteidigungsministeriums. Es ist für die Untersuchung von Fällen zuständig, die mit möglichen UFO-Phänomenen zu tun haben. Sean Kirkpatrick, der Leiter dieses Büros, verrät, dass sein Team jeden Monat etwa 100 Berichte über ähnliche Fälle bekommt. Obwohl sich, um ehrlich zu sein, nur 2-5% von ihnen wirklich mit den unerklärlichen Phänomenen befassen. Die Tatsache, dass es nicht 0% ist, deutet darauf hin, dass die Behörden allmählich das Tuch des Schweigens der Geheimhaltung entfernen, das sehr lange Zeit darüber lag. Immerhin, damals 2004, erstellte das Pentagon einen Bericht mit Aussagen von Militärfliegern, die auf rätselhafte Objekte gestoßen waren. 2021 wurde beschlossen, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, diesem Dokument zufolge. Es ist halt, Regierungen sind so durchtrieben, sag ich mal, und so ausgebufft, nenne ich es jetzt einfach mal so an der Stelle, dass die auch diese ganze Scheiße fälschen könnten, so. Und sagen könnten, ja, das haben wir damals und jetzt geben wir das der Öffentlichkeit frei. Ey, ich mache jetzt hier den Skeptiker, weißt du, ich schieb hier den Skeptiker auf jeden Fall gerade. Wer weiß, so, aber ich kann mir das vorstellen. Deswegen, zu verifizieren und das zu glauben, ist halt immer schwierig, so. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder es sind ehrlich schon Menschen oder Lebewesen von einem anderen Planeten hierher gekommen mit Objekten, Flugobjekten, die wir nicht kennen und noch nie gesehen haben. Und die Regierungen haben die eingesammelt und studiert und haben daran geforscht und eventuell sogar selber die Technologien verwendet, weiterentwickelt, I don't know, bro. Oder es ist von Anfang an einfach nur ein erfundenes Ding so, weißt du? Dass die einfach Flugobjekte erfunden haben, die anders aussehen als die normalen Flugobjekte und dass es eigentlich alles von Menschenhand ist und nichts mit irgendwelchen außerirdischen Technologien zu tun hat, so. Glaube ich trotzdem daran, wenn das so ist, dass das alles quasi vom Menschen gemacht wurde, dass es eventuell Leben gibt auf anderen Planeten? Ja. Glaube ich daran, dass die eventuell hier schon auf der Erde waren? Ja. Kann es unter Umständen möglich sein, dass wir selber Aliens sind, ein Hybrid aus Steinzeitmenschen und Aliens? Kann sein. Weißt du, ich bin da nicht, ich weiß nichts, Digga, ich bin dumm. So, aber ich denke halt und stell mir Möglichkeiten vor, wie es sein könnte und philosophie gerne dann darüber. Ich finde das Video sehr spannend gerade. Sind von 144 nicht identifizierten Objekten alle bis auf eines unerklärlich. Das sieht kaum nach den vernachlässigbaren 2% aus, meinst du nicht? Du denkst vielleicht, dass uns endlich offen gesagt wird, dass außerirdische Zivilisationen tatsächlich existieren? Aber nein, die Behörden machen weiterhin vage Aussagen. Und Sean Kirkpatrick behauptet immer wieder, dass seine Behörde keine Beweise für außerirdische Aktivitäten gefunden hat. Was soll das bedeuten? Ich habe das Gefühl, dass die Behörden uns etwas sagen wollen, aber das Einzige, was sie tun können, ist, subtile Andeutungen zu machen. Oder umgekehrt, müssen sie unsere Aufmerksamkeit von Fällen ablenken, in denen geheime Informationen an die Presse gelangt sind. Sie haben sogar einen neuen Begriff geprägt, UAP, der für Unidentified Anomalous...
Warum haben die jetzt von UFOs aus UFOs UAPs gemacht? Nomina steht und im Grunde dasselbe bedeutet wie das, was wir früher UFOs nannten. Wahrscheinlich geht es bei dem neuen Begriff darum, die Medien davon abzuhalten, jedes seltsame Objekt am Himmel als außerirdisches Raumschiff zu bezeichnen und dieses Bild ganz loszuwerden. Sie hofften, dass die Schlagzeilen über außerirdische Invasionen auf der Erde abnehmen und durch Nachrichten über unidentifizierte... Ich weiß nicht. Ich glaube, der Riddle ist noch nicht so mies in der Schwurbelei drin, dass er Project Bluebeam hier noch mit reinnimmt, oder? Anomalien ersetzt werden würden, aber das ist nicht passiert. Außerdem haben die Menschen das Vertrauen in die Behörden verloren. Und selbst wenn sie eine fliegende Untertasse in ihrem Hinterhof landen sehen, wollen sie vielleicht nicht mit dem Pentagon kooperieren, das sie letztendlich als Spinner abstempelt. Dennoch scheint die Regierung bereit zu sein, Dinge anzuerkennen und zu diskutieren, die viele Jahre lang ein Tabuthema waren. Obwohl man sich fragen muss, warum sie das plötzlich für nötig hält, haben sie vielleicht einen Weg gefunden, davon zu profitieren? 2003. Der berühmte Podcaster Jeremy Corbell erhielt einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Vorsichtig nahm er den Anruf entgegen. Der Anrufer stellte sich als jemand vor, der eine hochrangige Position auf zwei Militärbasen innehatte. Er wusste, dass Jeremy zusammen mit ein paar anderen Podcastern den YouTube-Kanal Weaponized betrieb, wo sie verschiedene unerklärliche Phänomene diskutieren. Der Fremde wollte ihnen einen Hinweis auf einen anderen seltsamen Fall geben. Er drängte Jeremy, ein Dreiecks-UFO zu untersuchen, das in den Vereinigten Staaten gesichert wurde. Nachdem er ein paar kleine Details genannt hatte, legte der Mann abrupt auf. Der Vorfall, von dem er sprach, hatte sich im April 21 ereignet. Aber der hat schon eine gute Erzählstimme, der Jutze, ne? Sag ich dir so, wie es ist. Dieses Filmmaterial wurde in 29 Palms, Kalifornien, gedreht. Es wurden mehrere leuchtende Flugobjekte eingefangen, die sich am Himmel direkt über einer Militärbasis zu einem Dreieck formierten. Dies dauerte etwa 10 Minuten. Einigen Leuten ist es gelungen, das Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln auf Video festzuhalten. Nach der Analyse des Filmmaterials kamen Jeremy und George Knapp zu dem Schluss, dass es sich um UFOs handelte. Was die Podcaster jedoch am meisten überraschte, war das völlige Fehlen von Medienberichten über diesen Vorfall. Der mysteriöse Aspekt dieser Geschichte und vieler anderer ähnlicher Fälle ist, dass unidentifizierte Flugobjekte anscheinend nur allzu oft über amerikanischen Militärbasen auftauchen. Das ist es, was David Grush besonders interessant fand. Und er war kein gewöhnlicher Amerikaner, der auch mal eine fliegende Untertasse in seinem Hinterhof gesehen hat. David war ein ehemaliger Militäroffizier und ein Veteran der National Geospatial Intelligence Agency und des Nationalen Aufklärungsbüros. Diese Taskforce wurde speziell für die Untersuchung von UFO-Fällen eingerichtet. Außerdem ist er der Militäroffizier, der vor dem Repräsentantenhaus offensichtlich über Außerirdische auf der Erde ausgesagt hat. Nach 14 Jahren Dienst in der Luftwaffe behauptete David, dass die Vereinigten Staaten außerirdische Raumschiffe besitzen, die von den Behörden geheim gehalten werden. Vor allem aber, so Grush, arbeitet das Pentagon an streng geheimen Projekten, um die Trümmer außerirdischer Raumschiffe in Waffen zu verwandeln. Objekte, die wie außerirdische Raumschiffe aussehen, haben verblüffende Ähnlichkeit mit von Menschen geschaffenen Kreationen. Zum Beispiel 2004. Die United States Navy hat es geschafft, ein Video eines merkwürdigen Objekts zu erhaschen. Es war mit einer nahtlosen Hülle überzogen, hatte keine Fenster und Luken und seine Form ähnelte einem Tic-Tac. Im Gegensatz zu anderen UFOs, die von Menschen gesehen wurden, verschwand dieses Raumschiff nicht, sondern sauste plötzlich davon. Seine Flugbahn deutet darauf hin, dass das Objekt nicht mit einer einzigartigen außerirdischen Technologie ausgestattet war. Deshalb glauben die meisten unabhängigen Experten, die das Video gesehen haben, dass dieses Raumschiff auf der Erde entwickelt worden sein könnte. Obwohl David Grush und seine Kollegen bei den Anhörungen das Gegenteil behaupteten und darauf bestanden, dass das fliegende Tic-Tac zu abrupt aus dem Bild verschwand. Dann 2023 behaupteten Passagiere auf einem Flug von Sacramento nach San Diego, ein nicht identifiziertes Objekt in der Luft gesehen zu haben. Es sah aus wie ein weißer Zylinder ohne Flügel, Fenster oder andere Erkennungszeichen. Glücklicherweise gelang es einem der Passagiere, ein kurzes Video zu drehen. Das Objekt sieht
Hakan hat mies am Schwurbeln hier. Er sagt, diese Flugobjekte sind von der Erde, aber von einer geheimen Rasse, die wir nicht kennen, die uns technologisch überlegen sind. Ich meine, was wissen wir schon über die Erde? Nicht mal die Meere wurden erforscht. Einfach mal vorgelesen, ohne Bewertung hier an der Stelle. Genauso aus wie das Tic-Tac, das die Matrosen entdeckt haben, was darauf hindeutet, dass es auch von den Geheimdiensten stammen könnte. Die Vermutung, dass es sich bei diesen Objekten tatsächlich um UFOs handelte, bejaht der ehemalige Offizier David Grush seit 2023 voll und ganz. Davor hatte er seine Zweifel und zog verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Grush war der Meinung, dass das fliegende Tic-Tac zwar auf der Erde entstanden sein könnte, aber dennoch eine Weltraumtechnologie darstellte, die die US-Regierung illegal erworben und im Wettrüsten eingesetzt hatte. David zufolge hat die Regierung lange Zeit eine massive Desinformationskampagne durchgeführt, um Hinweise für die Existenz von UFOs zu vertuschen. Doch aus irgendeinem Grund scheint es in... Ich weiß nicht, oh Leute, sag ich euch ehrlich, das ist ein Thema so, es ist echt schwer. Es ist echt schwer, da durchzustehen. Also die müllen uns halt wirklich zu mit Informationen. Erstmal verbergen die Sachen angeblich, dann zeigen sie uns sie auf einmal angeblich. Und das ist alles sehr, sehr verwirrend. Auf einmal machen die Anhörungen und es gibt jetzt Behörden, die eingerichtet wurden und so. Ist eine ganz schwierige Geschichte, meine lieben Freunde. Ganz schwierig, da irgendwie durchzusteigen so. Und man sollte sich, glaube ich, nicht zu viel damit beschäftigen, weil es könnte auch einfach nur eine Verwirrungskampagne sein, nicht mehr und nicht weniger. Es ist der Zeit, umgekehrt zu laufen. Vielleicht haben die US-Behörden beschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, aber... Ja, die US-Behörden entschließen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nee, ist klar, Digga. Eine Art und Weise, die ihnen Vorteil... Wir sollen uns doch erstmal die Wahrheit über 9-11 erzählen, Digga. Dann wären wir doch schon mal einen Schritt weiter. Ich küsse dein Herz. ...verschafft. Dieses kugelförmige Flugobjekt wurde vor der Küste von San Diego am 15. Juli 19 gefilmt, und zwar von dem US-Marineschiff Omaha. Das Schiff schwebte in der Luft und stürzte dann plötzlich in den Ozean. Dieses Video wurde jedoch erst am 14. Mai 2021 veröffentlicht, und das auch nur, weil es irgendwie in die Hände des Podcasters Jeremy Corbell gefallen ist. Später bestätigte das Pentagon die Echtheit des Filmmaterials. Damals forderte der ehemalige US-Präsident Donald Trump, dass der Direktor des Nationalen Geheimdienstes und der Verteidigungsminister einen Bericht über alles, was sie über UFOs wissen, vorlegen müssen. Der ehemalige Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, erklärte, dass es viel mehr Fälle gibt, als die Öffentlichkeit weiß. Er erwähnte auch, dass amerikanische Kriegsschiffe und Satelliten Objekte beobachtet haben, die sich auf eine Art und Weise bewegen können, wie es kein modernes irdisches Fahrzeug kann. Er bestätigte einfach, was schon einmal gesagt wurde von Bob Lazar und später vom ehemaligen Militäroffizier David Grush. Er beschrieb die außerirdischen Raumschiffe auch als Geräte, die Zeit und Raum verzerren können und im Inneren größer erscheinen, als sie von außen aussehen. David war jedoch nicht der letzte Angehörige des US-Militärs, der beschloss, die Regierung zu entlarven. Der pensionierte FBI-Agent John DeSouza nahm es ebenfalls mit den Behörden auf. Während seiner 25 Berufsjahre war er auf die Untersuchung paranormaler Phänomene spezialisiert. Doch nach seinem Rücktritt gab er geheime UFO-Daten preis, die er während seiner Arbeit gesammelt hatte. Doch DeSouza gab nicht einfach alle Materialien an die Medien weiter. Er wählte einen recht interessanten Ansatz, und zwar die TV-Serie Akte X. Oh shit. Die meisten Handlungen dort scheinen reine Fiktion zu sein. Ein Hirngespinst der Autoren, deren einziger Zweck es ist, die Zuschauer zu unterhalten. Die Hasser dieses Senders behaupten, dass meine Drehbücher genauso erfunden sind. Aber in beiden Fällen ist das nicht wahr. Ist das nicht wahr? Der hat schon eine geile Erzählstimme, sag ich dir so, wie es ist, gell? Bester Mann, Alter. Nach dem kürzlichen Interview mit John, in dem die Öffentlichkeit erfuhr, dass die Show auf geheimen Regierungsunterlagen basiert, begannen selbst eingefleischte Skeptiker, die Show mit anderen neuen Augen zu sehen. Natürlich war auch das FBI neugierig. Agenten nahmen sogar Kontakte mit dem Schöpfer der Akte X-Serie auf, um herauszufinden, welche geheimen Geschichten in der Serie verwendet wurden. Was? Daraufhin dachte John DeSouza, dass das Pentagon vielleicht endlich die ganze Wahrheit über außerirdische Besucher auf unserem Planeten enthüllen würde. Dennoch schloss er nicht aus, dass die Behörden all diese UFO-Geschichten zu ihrem eigenen Vorteil gefälscht haben könnten. Laut John brauchen die Behörden
Da sind wir doch jetzt, Digga, da sind wir doch jetzt langsam hier. Diesen ausgeklügelten Bluff als Mittel zur Manipulation und Geldwäsche. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese seltsamen Fluggeräte anfangen, kommerzielle und militärische Flugzeuge abzuschießen und die Regierung schiebt alles auf UFOs. Wer weiß, vielleicht fangen die falschen Invasoren aus dem All irgendwann an, ganze Städte zu zerstören und die Menschen werden ihren wahren Feind nie kennenlernen. John glaubt auch, dass dies ein bequemer Weg ist, die Zivilbevölkerung in Angst zu halten. Behörden werden Schutz vor... Ah, gut, da geht mein Herz auf, Digga. So, umso mehr wir in die Schwurbelei reinkommen, Digga, umso mehr fühle ich mich wohl, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Und dann können die Behörden, wie die Space Force, eingreifen. Übrigens, der Kongress spielt bereits mit dem Gedanken, es ist eine Armee, die integriert wird in das Department der Air Force. Die Space Force wird voraussichtlich aus 20.000 Soldaten bestehen. Da es sich um einen separaten Militärdienst handelt, benötigt er eigene Schulen, Uniformen und sogar eine Marschkapelle, wie sie in jeder US-Armeeeinheit zu finden ist. Das Pentagon schätzt die Kosten für diese ganze Initiative auf 2 Milliarden Dollar, auf 5 Jahre gerechnet. 2 Milliarden, das sind Peanuts, Digi. Peanuts. Natürlich wird das Ganze von den Steuerzahlern finanziert. Die Aufhebung des UFO-Tabus könnte also nur ein Ablenkungsmanöver sein, um der Zivilbevölkerung Geld zu entlocken. Wenn dem so ist, werden sogar... Erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an die NASA, jo? Sag ich dir so, wie es ist, ne? ...der UFO-Zeugen und Forscher... So, jetzt hau noch Bluebeam raus hinten raus, Digga. Dann befriedigst du uns wirklich, Bro. ...de Sousa selbst zu Marionetten der Regierung, ohne es überhaupt zu merken. Nehmen wir den ehemaligen Geheimdienstagenten David Grush. Nachdem er der Öffentlichkeit geheime, außerirdische Raumschiffe enthüllt hatte, wurde er vor das US-Repräsentantenhaus eingeladen, obwohl David angesichts der unglücklichen Erfahrung von Bob Lazar, der als Scharlatan gebrandmarkt wurde, nicht mit einer solchen Reaktion der Behörden auf seine sozusagen Informationsrebellion gerechnet hat. Zum Feiern ist es vielleicht noch zu früh. Vielleicht ist Grush ein Schauspieler, der... Geil, Digga, Riddle. Ich danke dir, Bro. ...gibt ein Opfer zu sein. Mit anderen Worten, vielleicht hat er die Rolle des Entlarverers, der später zum Betrüger, Verschwörungstheoretiker oder Verrückten wird, freiwillig angenommen. So würde die Wahrheitsbewegung dumm erscheinen und alle, die sie unterstützt oder an sie geglaubt haben, würden sich schämen. Andererseits ist vielleicht alles ganz anders und die Regierung hat nur gute Absichten, während die USA sie zu Unrecht als Scharlatan... Klar, Digga, die Regierung haben immer nur gute Absichten. Was denkst du denn? Also, ich kann dir eine Hotline empfehlen, wenn du denkst, dass die Regierung irgendwelche bösen Absichten mit uns hat. Und zwar www.entschwört.de. So, da könnt ihr euch entschwören lassen, ja? So. ...bezeichnen. Sieh dir dieses zusammengesetzte Foto an, das von Teleskopen in Chile aufgenommen wurde. Am 19. Oktober 2017. Der winzige Punkt in seiner Mitte mag nicht allzu beeindruckend erscheinen, aber ich möchte dir erklären, warum dieses verschwommene Bild viel aussagekräftiger ist als alle bisherigen Videos von unidentifizierten Flugobjekten. Mithilfe von Simulationen können wir einen genaueren Blick aufwerfen, was dieser Punkt wirklich ist. Auf den ersten Blick scheint es sich um den gewöhnlichen Asteroiden namens Oumuamua zu handeln, aber in Wirklichkeit ist er alles andere als... Das Verhalten dieses rötlichen Felsens, der bis zu 400 Meter lang ist, ist untypisch für solche Himmelskörper. Erstens ist er mit einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit von 95.000 Kilometern pro Stunde in unser Sonnensystem eingedrungen, während sich Asteroiden normalerweise nur ein paar Dutzend Kilometer schnell bewegen. Zweitens zeigte er keine Anzeichen eines Kometenschweifs, als er sich der Sonne näherte. Drittens deutet seine rötliche Färbung auf einen möglicherweise hohen Eisengehalt in seiner Zusammensetzung hin. Somit ist Oumuamua anders als Alas. Oumuamua, wer nennt das so? ...Asteroiden, die bisher in unserem Sonnensystem beobachtet wurden. Außerdem reflektiert das Objekt das Sonnenlicht 10-mal effizienter als jeder Asteroid oder Komet. Astronomen vermuten, dass es sich Hawaii-Name, okay. ...künstliches Raumschiff handeln könnte. Oh shit. ...das absichtlich so konstruiert wurde, dass es die Lichtreflexion nutzt, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Aber das Wichtigste ist, dass Oumuamua als sich von der Sonne entfernte, merklich beschleunigte, was bedeutet, dass jemand seine Geschwindigkeit kontrollieren könnte.
Forscher der Harvard-Universität stellten die Hypothese auf, dass Oumuamua eine Sonde sein könnte, die... Ruff, hör auf, den Namen auszusprechen, das mache ich, finde das lustig. ...einer außerirdischen Zivilisation absichtlich in die Nähe der Erde geschickt wurde. Darüber hinaus behauptet Professor Avi Loeb, dass er auch Fragmente außerirdischer Technologie in einem Objekt entdeckt hat, das bisher für einen Meteoriten gehalten wurde. Es fiel in die Gewässer von Papua-Neuguinea 2014. Forscher unter der Leitung von Loeb untersuchten die Orte genau, die nach den Berechnungen in der Flugbahn des Meteoriten lagen, als er fiel, und fanden 50 seltsame kleine Kugeln. Dies waren perfekt Kugeln, jede bestehend aus 84%. Oumuamua, I didn't man, Alter, gib mir die Oumuamua-Vibes. Oumuamua, Digga, hey. 8% Silizium, 4% Magnesium, 2% Titan und Spuren einiger anderer seltener Elemente. Loeb sagte, dass dieses Material stärker ist als jeder Weltraumschrott, der bisher von der NASA untersucht und katalogisiert wurde. Der Professor glaubt, dass sie höchstwahrscheinlich künstlich hergestellt wurden. Könnte es sich um einen weiteren Satz außerirdischer Sonden handeln? Die Anzeichen für eine Überwachung durch Außerirdische werden immer deutlicher, mit Hinweisen von beiden Seiten, NASA-Mitarbeitern und sogar Vertretern der Kirche. Seit 2021 finanziert die NASA ein Programm mit 24 Theologen, das untersuchen soll, wie Menschen verschiedener Religionen auf die Entdeckung außerirdischen Lebens reagieren könnten. Die NASA macht das, Bro! Im Besonderen Reverend Dr. Und wie viel Geld haben die dafür zur Verfügung gestellt bekommen? 180 Milliarden, Digga, auf entspannt? Oder was geht ab? Andrew Davison von der Universität Cambridge, England, untersucht die Möglichkeit, dass Gott das Leben anderswo im Universum erschaffen haben könnte. Mit über 100 Milliarden Sternen in unserer Galaxie und über 100 Milliarden Galaxien im Universum glaubt er, dass die Erde nicht der einzige Planet sein kann, auf dem Leben existiert. Aber was wäre, wenn die hypothetische Oumuamua-Sonde nicht für die Erforschung, sondern für einen Angriff gegen uns hier ist? Wenn dem so ist, sollten... Wir müssen ganz schnell eine Weltregierung einführen, sage ich dir, so wie es ist, so wie sich das anhört. Die Situation mit den von der Regierung verheimlichten Informationen über UFOs vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Vielleicht haben die Geheimdienste die ganze Zeit nur versucht, Panik zu vermeiden. Doch in diesem Fall deutet die jüngste Selbstenthüllung darauf hin, dass die Behörden diesen kosmischen Konflikt vielleicht bald nicht mehr eindämmen können. All diese Berichte könnten veröffentlicht werden. Schade, dass er Bluebeam nicht richtig einbezogen hat. So, das wäre jetzt hier der perfekte Punkt gewesen, um zu sagen, aber vielleicht wird das auch nur suggeriert, damit wir... Er war schon kurz, also er ist kurz in die Richtung gegangen, kurz, aber er hat es nicht ausgesprochen. Er war nicht da. Um uns allmählich auf eine unausweichliche Begegnung mit feindlichen Außerirdischen vorzubereiten. Aber es gibt noch eine weitere verblüffende Theorie, die... Komm jetzt, Junge, komm! ...hier in Betracht ziehen sollten. Sie geht davon aus, dass alle Maßnahmen der Regierung darauf abzielen, der Menschheit zu helfen. Nur in diesem Fall retten sie uns vor uns selbst. Nach dieser Vorstellung sollen all die schockierenden Nachrichten über blutdürstige Außerirdische dazu dienen, die Welt gegen eine gemeinsame Bedrohung zu vereinen und atomar... Ja, Dicker, ja! ...bewaffnete Nationen daran zu hindern, den Planeten zusammen mit der Menschheit zu zerstören. Dieses Szenario wurde sogar dargestellt in Alan Moores Da ist er jetzt. Graphic Novel Watchmen. Der große Plan des Hauptbösewichts war... Bis auf die letzte Minute hat er es rausgezögert, der Junge. ...den Kalten Krieg zu beenden und die Menschheit zu retten, indem er einen außerirdischen Angriff auf die Erde inszenierte. Aber was, wenn die Wahrheit hinter den Ermittlungen der Geheimdienste weit weniger sensationell ist, als wir denken? David Spargel, der Vorsitzende des UAP-Teams der NASA. Aber so richtig rein traut er sich nicht, Digga, ne? So richtig dann zu sagen, dass das eventuell auch so einen Hintergrund hat, dass man halt eine Weltregierung einführt und die Menschen dann noch leichter zu kontrollieren sind, das traut er sich nicht auszusprechen, der Jutzte. Aber ist okay, Bro. Wenigstens hast du es angerissen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Kürzlich einen weiteren Fall aufgedeckt, der eine Bestätigung für die Anwesenheit von UFOs auf der Erde sein könnte. Vor nicht allzu langer Zeit haben Forscher in Australien einen ungewöhnlichen Radiowellenausbruch registriert. Niemand konnte verstehen, was das war, und Wissenschaftler hatten Mühe, die Ursache zu finden. Doch dann bemerkten sie ein Muster. Der Ausbruch trat während der Mittagszeit auf. Gerade dann, wenn fast alle Australier ihr Essen in der Mikrowelle kochten. Offenbar können selbst Wissenschaftler...
Digga, was macht denn der jetzt? Also ich finde, der verwirrt mich manchmal extrem. Der redet erst über dieses Bluebeam, will langsam reingehen und dann von einer Sekunde auf die andere Sekunde hat er auf einmal ein ganz anderes Thema, wo es um Mikrowellen geht und irgendwelche Australier und so, Bro. Also, bisschen musst du gucken, Digga. Du musst ein bisschen cool bleiben. Ich glaube, wenn er ein bisschen einfach vernünftig eine Geschichte durcherzählen würde, kurz, auf 10 Minuten, 15 Minuten, wird es viel geiler so zum Reinziehen als dieses ganze Springerei von Thema zu Thema so. Nicht immer zwischen außerirdischen Invasionen und aufgewärmten Suppen unterscheiden. Was denkst du, warum die Regierung in letzter Zeit so offen mit UFOs umgeht? Teile deine Theorie in den Kommentaren. Ich küsse dein Herz, mein Jutster. Gutes Video trotzdem. So wie Arthur gerade gesagt hat, das ist ein bisschen sprunghaft, ist der oft unterwegs, aber wir wollen uns nicht beklagen. Er hat eine gute Erzählstimme, muss man sagen. Er bringt gute Themen, gute Bilder auch, gut animiert die ganze Geschichte so. Und es ist ja immer Raum zur Besserung da. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht sieht er ja irgendwann mal eine Reaction und nimmt sich das zu Herzen. Ich küsse sein Herz auf jeden Fall. Liebe geht raus an die Community, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir haben schon sehr viel dazu gesagt, deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.